Hallo Martin. Hallo Ilse. Wieder einmal steht ein neuer, fast neuer Kurs an, etwas, was du hier bei uns noch nicht oder noch nicht oft unterrichtet hast. Ein Thema, sehr spannend, über die selbstreflektierende Bewusstheit, die wir in dieser Form, in dieser Gegend hier haben. Erzähl uns doch ein bisschen was über diesen Kurs, bitte. Ja, ich habe ja nun sehr viele Kurse entwickelt. Und ich brauche immer etwas Kreatives und habe dann natürlich gesehen, was gibt es noch. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass die Stimme ja gesagt hat, wir sind die einzige Lebensform mit selbstreflektierender Bewusstheit. Und Ra hat ja nie einen Kurs darüber gemacht. Und die Neurobiologie des Gehirns hat mich schon immer wirklich sehr fasziniert, wie wir denken, warum wir denken, was sind Limiting Beliefs, wie kommen die her und sowas. Das heißt, wie wird der Verstand aufgebaut, womit hängt er zusammen und so weiter. Und das Ganze eben wirklich in Bezug auf die Körpergrafik. Und das hat sich dann mit der Zeit wirklich so entwickelt, dass mir das jetzt sehr klar geworden ist, wie das zusammenhängt. Und ich denke, dass das etwas ist, was sehr förderlich ist für uns alle, das zu wissen, wie das funktioniert, wie es aufgebaut ist, weil das zum Teil Aspekte sind, die unabhängig davon einfach funktionieren in jedem Menschen, weil sie einfach zu unserem Naturell gehören, unabhängig davon, wie die Körpergrafik vielleicht aussehen mag. Und das eben wirklich zu verstehen, nachvollziehen zu können, nutzen zu können für sich in der Arbeit mit Menschen, halte ich für sehr hilfreich und das würde ich gerne weitergeben. Das heißt, wir können uns mit unserer selbstreflektierenden Bewusstheit die Mechanik dessen auf der Körpergrafik anschauen. Ja. Das ist ja der Spiegel im Spiegel quasi. Ja. Sehr spannend. Eine Kurzfassung davon ist ganz einfach, also ein Aspekt vielleicht. Manchmal ist es nicht interessant, was wir denken, es ist viel interessanter, warum wir genau das denken, was wir denken. Und das wäre selbstreflektierende Bewusstheit. Und ein anderer Punkt zu sehen, wie diese beiden Wahrnehmungsfelder, die wir haben für selbstreflektierende Bewusstheit, zusammenarbeiten. Ein negativer Gedanke ist nie in der Lage, ein positives Gefühl hervorzubringen, unabhängig davon, wie die Körpergrafik ausschaut. Und um diese Dinge geht es, die können dann natürlich individualisiert, spezifiziert werden im Kurs, selbstverständlich. Und das finde ich extrem spannend. Und ich gehe mal davon aus, es geht nicht nur um das Kopf- und Ajna-Zentrum, sondern da spielen mehr Dinge mit. Ich sehe ja die Körpergrafik als Matrix des Gehirns, als solches. Und insofern gab es da viel zu entdecken, gibt es viel zu entdecken. Und die Anwendung, das Praktische, macht ja einfach viel Spaß. Und seitdem die Schule wieder zur Verfügung steht, können wir hier auch wunderbar zusammenkommen und das gemeinsam erleben, austauschen. Freue ich mich drauf. Wunderbar. Freue ich mich auch drauf, ne? Da bin ich sicher dabei. Toll, schön. Vielen Dank. Gerne.